Hello, ladies and gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Mir ist nach einer Challenge, nämlich nach einer, die ich ziemlich schnell freischalten möchte, denn sie beinhaltet als Reward eines der Items, die ich gerne hätte. Nämlich Epic Fetus, ein weiteres Quality 4 Item. The Family Man. Lucky there's the Family Man. Okay, Curse of the Blind, schon mal nicht so toll. Oh, wir haben aber Dead Scheme, haben BFF, also wir sind mal wieder blindfolded. Ach, das war dumm. Aber kein allzu schlechtes Trinket jetzt gerade tatsächlich. Das können wir nutzen, potenziell. Erkläre ich gleich etwas zu. Was wollte ich sagen? Genau, wir haben BFF. Unsere Companions machen mehr Damage. Wir selbst können nicht schießen. Haben Dead's Key. Was macht Dead's Key? Öffnet uns Tore. Und zwar alle, die wir möchten. Alle, die wir uns vorstellen können. Wow. Unser Ziel seht ihr rechts. Wir müssen zu Isaac. Schauen wir, ob wir es hinkriegen. Ich hatte natürlich einen echt dummen Start jetzt. Bin ich aber selber schuld. Keine Frage. Was ich da oben versucht habe übrigens, war reinzulaufen und dann direkt diese Kiste, also diese Cursed Chest zu holen oder diese Mimic. Ich weiß nicht, wie man sie nennt. Die Kiste mit den Stacheln. Denn wenn ich noch in meinen Invincibility Frames bin, dann kann ich die öffnen, ohne dass mir was passiert. Aber da war ich wohl einen kleinen Augenblick zu spät. Halb so wild. Nichts, was nicht ein paar Herzen hier fixen könnten. Auf unserer Agenda, ganz weit oben, beziehungsweise auf unserer Wishlist, stehen natürlich Companions. Speed up, nicht schlecht. Speed down. Makes you small. Ah, gut. Wenn mich nicht alles täuscht, das werden wir nachher aber noch rausfinden, kann Dad's Key, übrigens auch wieder ein super weirder Raum, kann Dad's Key auch die Boss-Challenge-Rooms aufmachen. Was gut wäre, denn dann kämen wir an weitere Items. Na los. Blöder Raum. Aber nichts, was wir nicht irgendwie deichseln könnten. Auch hier, es geht wieder nicht auf Zeit. Haben wir überhaupt irgendwelche Companions im Angel Deal? Also ich weiß von einem, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon freigeschaltet haben oder ob er überhaupt freigeschaltet werden muss. Das ist nämlich Guardian Angel. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Bombe. Da können wir mal schauen. Na gut. Nicht so toll, ne? Das schon. Aber ich werde beim Curse of the Blind natürlich jetzt nichts kaufen. Natürlich du. Wer sonst? Bringt ihn bitte um. Das Rottenbaby ist tatsächlich das Einzige, was gut ist. Brother Bobby bzw. Sister Maggie sind nicht gut. Trotzdem haben sie den BFF-Buff, was sie ein wenig stärker macht. Na los, komm schon. Danke sehr. Epic Fetus werden natürlich sehr viele von euch kennen. Eines der Vorzeige-Items. Curse of the Maze. Naja. Wenn es denn sein muss, ne? Wir werden nicht in den Devil, in den Curse Room gehen. Außer wir finden noch mindestens 2 Soul Hearts. Double the number of Isaac Bombs. Okay. Können wir mal kurz behalten. Wir können das Ganze natürlich so öffnen, wie ihr da vielleicht gerade gesehen habt. Öffne das auch den Secret Room. Und ich weiß, was ich hier gerade getan habe. Ich wollte die Bombe nicht kaufen. Denn jetzt können wir uns den Steam Sale holen. Weil ich weiß schon, dass einige von euch super schnelle Finger haben.
die dann sagen, du hättest, bevor du die Bombe da gelegt hättest, hier Tour of Clubs verwenden können. Ja, ich weiß. Wollte ich nicht. Manchmal müsst ihr mich auch machen lassen. Macht natürlich hier durchaus Sinn, weiter rumzulaufen, um zu schauen, ob wir Challenge Rooms finden. Eine der wenigen Möglichkeiten, wie wir noch an Items kommen können. Denn sonst sind wir auf uns alleine gestellt. Dad's Key hat übrigens auch den Effekt, ich glaube, ich könnte ihn jetzt schon verwenden und dann würden wir aus dem Raum rauskommen, wenn wir das wollen würden. Nee. Nö. Vielleicht schaffen wir es ja, den Super Secret Room zu finden. Der kann aber hier nicht sein. Und da war er auch nicht. Und da kann er... Ach, egal. Egal. Luke of Flies, okay. Hier könnte man tatsächlich überlegen, jetzt die Tour of Clubs zu verwenden. Aber ich denke, da können wir ein bisschen mehr rausholen. So, den Dingsroom da oben möchten wir natürlich nicht. Ein Trinket. Denn aus zwei Gründen möchten wir das nicht. Oh no, oh no. Das brauche ich. Aber nicht jetzt. In der Challenge geht das nicht. Aber das ist ein wichtiges, wichtiges Item. Eins, was man nicht forcieren kann. Ich hätte mich darüber gefreut, das in buchstäblich jedem anderen Run zu finden, der keine Challenge ist. Und again, die, die es wissen, die wissen es. Okay. Ja. Hallo. Ist jetzt zufällig etwas? Das ist sehr gut. Damit kommen wir gratis in den Raum da oben. Soul Heart, Speed Up, Immune to Dingsterbums. Creep Kacke. In den Secret Curse Room da oben gehen wir natürlich erst rein, wenn Dad's Key wieder voll ist. Denn warum sollten wir einen Schlüssel oder eine Bombe ausgeben, meine ich? Wer will mich davon abhalten? Ihr? Ihr? Na los, komm schon, komm schon. Ich hoffe auch, dass der Early Steam Sale sich bezahlt macht. Hoffen wir es mal. Guppies Head, nicht schlecht. Und das ist auch gut. The Relic spawns one Soul Heart. Und wir haben eine... Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Angel Bosses drop Angel Items instead of Key Pieces. Ja. So. Jetzt kurz aufpassen. Eine Bombe brauche ich nachher noch. Das hat sich ja gelohnt. Hoffen wir mal, dass wir den schnell kaputt kriegen. Denn ein Angel-Item gratis ist natürlich nicht verkehrt. Ich finde das super schwierig, ihrem Fünfer-Shot da auszuweichen. Wisst ihr das? Schauen wir mal, was wir kriegen. Monstrance. Surrounded by a damaging aura. The closer enemies are to Altec, the more damage the aura deals. Cool. Definitiv worth it. Guppies Head. Ganz gut. Aber ich bleibe lieber bei Dad's Key. Auch wieder so ein Item. Ich sag das häufiger, ich weiß. Eher nischenhaft. Aber in solchen Fällen wie diesen ist es wirklich gut. Das werdet ihr sehen. Zu allem hier. Ne? Nicht verkehrt, einfach so da reinzukommen. Für 3 hole ich mir auch das Soul Heart mit. Für was es aber viel besser ist, sind halt wirklich die Boss-Challenges oder ähnliches. Duplicates all Dingsterbums in the Dingsterbums. Ja. Halten wir dran fest. Ziel ist also diesmal Cathedral.
sollten wir... Sollte machbar sein. Schieß die Fliege ab. Right. 3. Gerade... Und schon hauen wir wieder ab. Seht ihr jetzt, was ich meinte? Das Item ist nicht schlecht. Wirklich nicht. Ich würde es aber sonst wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Außer ich hätte gerade zufällig kein einziges Spacebar-Item. Das habe ich übrigens bei vielen Items. Und ich weiß, dass ich das auch häufiger sage. Aber das ist tatsächlich einfach so. Einige Items, denen gebe ich nicht Credit genug. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, kann ich aber dem einen oder anderen hier auch ein paar Dinge zeigen, die sie noch nicht wussten. Ja, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Angel Deals. Also, ne? Normalerweise droppen die einen Keypiece mit dem Trinket, welches wir tragen, machen die das aber nicht. Und wir brauchen die Keypieces aktuell auch nicht. Denn wir möchten nicht weiter als zur Cathedral. Aus dem Grund werde ich auch Perfection nicht mitnehmen. Auch wenn das ein super geiles Trinket ist. Damage Up, ja. Ein Soul Heart, beziehungsweise Eternal Heart. Und wir können schon wieder tiefer. Gut. Dann mal schnell geguckt, ob ich wirklich das Trinket noch habe. Sind echt gut dabei, was unsere Health angeht. Defensiv auch gut aufgestellt. Ist wieder so eine semi-alternative Art anzugreifen. Denn wir können uns ja mit der Aura irgendwo reinstellen. So. Abwarten, ob das Ding wieder voll wird. Und da haben wir nämlich einen Boss-Challenge-Room. Und jetzt können wir da gleich mal nachschauen. Ich hätte vielleicht gerade die, wisst ihr was? Komm, feine Bombe. Ich hätte gerade vielleicht die Drops looten sollen mit Jera. Nicht für 2. Tears up, Size down, Soul Heart. Soul Heart brauchen wir natürlich nicht. Aber Tears up, fällt mir gerade ein, bringt nichts. Gut. Gewohnheit, weil Binky eigentlich kein schlechtes Item ist. Ne, auf dich habe ich keine Lust. Tschüss. Oder schießen die... Ja, wisst ihr, das Ding ist, es gibt Babys, Companions, Familiars, die schießen abhängig von unserem Tierstat. Darf man nicht vergessen. Gibt es auch. Und vielleicht finden wir sogar noch eins. Dann hat das Ganze sogar ziemlich Sinn gemacht, was ich da gerade getan habe. Das können wir jetzt in aller Ruhe ansehen, denn da draußen hängt schon ein neues Soul Heart für uns rum. Jera nicht vergessen. Ja, wir sind zwar relativ gut dabei, kriegen auch hier ein Stück weit den Kram geklärt, den wir klären wollen. Aber Isaac ist halt nochmal ein bisschen ein anderes Kaliber. Da hätte ich schon noch gerne etwas mehr. Der Grund, warum ich übrigens Guppies Head nicht mitgenommen habe, ist ganz einfach. Würde mir halt auch nur einmalig Fliegen geben. Und ich glaube nicht, dass mir das so sehr hilft bei Isaac. Kann mich täuschen. Hoffen wir es nicht. Naja, Isaac ist... Es geht, es geht. Wisst ihr, Binding of Isaac hat so ein komisches... Ich nenne es mal Balancing. Oh, da waren Doppelbomben, glaube ich. Dass es sehr oft dazu führt, dass ihr Bosse einfach nur entweder one-shottet oder gar nicht erst packt. Das ist oft so. Ich sage nicht, das ist immer so, aber oft. Auch hier wieder bin ich echt froh, dass wir dieses Item eingesammelt haben. Hm, schon 2. 72% Angel Chance auch noch. Ist natürlich auch ziemlich gut, ne, wie ihr euch vorstellen könnt. Denn wir möchten natürlich die Engel in die Luft jagen. Denn das gibt uns Angel Deal Items.
Ich überlege gerade, ob es Items gibt, wo ich sage, sind eigentlich ganz gut, aber brauche ich jetzt nicht. Ich weiß es gerade spontan allerdings nicht. Gibt es bestimmt. Und wahrscheinlich werden wir die auch gleich sehen. Märtyrer. Gutes Item. Reduziert. Habit. Ja. Hatte ich gemeint. Wie komme ich noch? Märtyrer. Speed up. Ja. Speed up. Leider keine Reroll-Maschinen. Wir haben aber 8 Bomben. Ach komm. Das lohnt sich bestimmt. Stars hilft nichts. Ja, das war schon okay. Ich glaube, effektiv haben wir auf jeden Fall Plus gemacht. Bei Yera tue ich mich oft schwer für das Min-Max-Prinzip. Also, oft behalte ich diese Rune einfach bis zum Ende des Runs und habe sie dann nicht ausgegeben, weil ich immer auf diesen goldenen Moment warte, wo ich sage, okay, that's your time to shine. Gut. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch erkunden gehe. Ja, ich könnte ihm natürlich, wie ihr mittlerweile wisst, Geld geben. Und sehr wahrscheinlich würde ich dadurch ein Health abbekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich das gerade möchte. Die Stars Card können wir übrigens verwenden, um nachher aus einem Curse Room rauszukommen. Knapp. %72. Always lucky. Ist schon wieder Seister. Und wie klein wollt ihr mich denn machen? Ja. Das ist das Item, an das ich gedacht hatte. Ob es ein Item gibt, womit ich eigentlich nichts anfangen kann. Ich weiß nicht, ob uns das hilft. Nicht bei diesen Begleitern. Lustig. Genau daran hatte ich gedacht. Mitre, noch mehr Chance auf Soul Hearts, natürlich. Na, dann kann ich auch hier gucken. Oh nein, ich bin nicht mehr so klein wie vorher. Was soll das? Na gut. Lustig. Ja, genau. Aber jetzt haben wir zwei, also wir haben genau so viele Chancen auf Soul Hearts. Also bitte. Ich weiß nicht. Nein, hier nicht. Aber Damage nehmen würde ja das ganze Ding wieder aufmachen. Oder würde uns eine zusätzliche Ladung geben. Wisst ihr, was ich hier nicht weiß? Ob Dad's Key auch Kisten aufmacht. Aber ich glaube nicht. Aber wir können es probieren. Nein, macht's nicht. Dachte ich mir. Ja. Okay. Gut. Weißt du, es ist mir so buchstäblich egal, wie viel Damage ich gerade fresse hier. Ich habe da oben nochmal 4 Soul Hearts hängen. Wenn ich das jetzt einsammeln würde, dann hätte ich buchstäblich einfach nur Health verschenkt. Und zwar nicht gerade wenig. PJs mag ich eigentlich auch echt gerne. Gutes Item. Na gut. Es ist mir buchstäblich egal. Egal, wie viel Damage ich nehme, ich werde genug Soul Hearts haben. Können wir stehen bleiben? Na komm schon. Okay. Was tatsächlich ganz cool wäre, wäre ein weiteres Item aus dem Angel Deal. Für die Seraphim-Verwandlung. Da könnten wir nämlich fliegen. Der hohe Movement Speed hilft hier übrigens ungemein. Holen wir gleich. Ich müsste mal gerade schauen. Nee, kann hier nicht sein.
Da oben vielleicht. Auch nicht. Ah doch, rechts. Nicht gesehen. Mein Hut war im Weg. Ja, hier hätte ich natürlich jetzt... Seht ihr, das ist der Grund. Jetzt denke ich mir, hättest du mal Jera nicht schon verwendet. Aber halb so wild. Curse Room, gehen wir gucken. Vielleicht finden wir ja noch ein Guppy-Item. Vielleicht finden wir auch einfach nur Gegner, die uns nichts weiter geben als eine schwere Zeit. Ach, weißt du, warum sollte ich das nehmen? Was brauche ich? Was brauche ich? Nichts. Gar nichts. Experimental Pill könnte es sein. Mr. Me. Ist ein Spacebar-Item. Kann Sachen klauen. Ist lustig. Was haben wir hier? The World. Besser als diese Map da. Für 3? Ja. Uff, ich hätte es fast gekauft. Mr. Me, wie gesagt, ist nicht schlecht. Wirklich nicht, aber... Nee. Ich möchte der jetzt Key behalten. Hoffen wir auf ein bisschen Glück gleich, dass wir unten nicht Greed finden. Ich könnte auch hier wieder abhauen, logischerweise. Aber ich glaube, da war ich schon fast schneller, die zu killen. Wir haben echt einen Batzen an Soul Hearts, ey. Überall auf dem Floor liegen noch Soul Hearts rum. Mir völlig egal, was du da machst. Mir völlig egal, was du da machst. Deswegen. Ein Blackheart, Shot Speed Up, Range Up. Schenk es dir. Necro 2. Letzte Ebene, wo wir noch einen Shop sehen können, finden können. Und das wäre echt gut. Denn ich habe einen Batzen an Geld. Ideal wäre natürlich eine Reroll-Maschine. Denn dann können wir das ganze Geld ausgeben. BFF ist übrigens, hatte ich schon erwähnt, ne? Genau, ein Item, was unsere Begleiter stärker macht. Ich glaube sogar, dass das Relic dadurch größer wird. Nämlich, dass uns das häufiger oder in geringeren Abständen Soul Hearts gibt. Nicht, dass wir es brauchen, aber ich glaube ja. Okay. Na komm. Hier wahrscheinlich nicht. Oh. Health Up. Nehme ich, glaube ich, nicht mit. Nein. Mir sind die Soul Hearts wichtiger. Und je mehr Red Heart ich habe, desto weniger Soul Hearts kann ich tragen. True Story. Ja, natürlich. Das ist genau das, was ich jetzt noch brauchte. Mehr Geld. Ich hab's im Gefühl, es wird Greed sein. Ne, nicht Greed. Aber leider auch keine Reroll-Maschine. Also, was haben wir hier? Active Item for free. Speed up. Wir sind auf Maximum. Creates up to 2%. Ich kann es euch mal zeigen. Sieht so aus. So. Und dann geht man da rein und kommt da wieder raus. Ja, was soll ich sagen? Ist schade. Vielleicht kriegen wir Money Equals Power aus dem Devil Deal. Möglich. Dann hätten wir mir nichts, dir nichts, einen Batzen mehr an Attack. Der uns allerdings nichts bringt, wie mir gerade wieder einfällt. Na los. Hier da hinten auch noch weg. Ja doch, so ein, zwei Companions. Das wäre noch ganz gut. Einer reicht. Ein guter. Habe ich da jemanden vergessen? Habe ich. Gebt mir bitte noch mehr. Okay. Kein Bock.
Ja, zu dem wollen wir. Das stimmt. Genau zu dem wollen wir. Isaac, nimm eine Fliege und sei ruhig. Wieder ein Angel Deal. Okay, da haben wir auf jeden Fall Seraphim. Sacred Heart Tears und 10 Damage per Tier. Haben wir noch einen Begleiter, der natürlich auch vom BFF profitiert. Und jetzt schaut an, wie sich unser Damage verändert. Und das ist schon nicht gerade wenig. Angelic Prism, hatte ich euch mal gesagt. Fliegt jetzt hier durch, also um uns herum. Und wenn wir da durchschießen, dann sieht das ziemlich lustig auf einmal aus. Denn unsere Tiers werden quasi in 4 gesplittet. Ja, ist dann auch 4 mal Damage. Genau so ist es. Ich wollte checken. Okay, wir können nicht die Tür zum Boss Rush aufmachen. Wusste ich auch nicht. Dann kann das scheinbar nur Mama Mega. Das wusste ich nicht. Dafür ist jetzt dieses Item, was uns eine Damage-Aura gibt, natürlich super hilfreich. Ne, ihr könnt euch vorstellen, wie ekelhaft das wäre, diese Gegner die ganze Zeit anzugreifen mit einem geringen Tierstat. Hier springen sie einfach in mich rein und sterben. Angelic Prism synergiert fast mit allen Items. Also, knapp. Ja, auch mit Brimstone. Sieht dann recht lustig aus. Nö, dafür nicht. Endlich Geld. Just what I needed. Na los. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ich komme noch nicht dran da oben. Ich könnte hier abhauen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss hier nochmal durch. Ich überlege, den Hanged Man zu verwenden, wenn ich ehrlich bin. Ach. Ich glaube, wir haben irgendwas getötet gerade. Kein. Na. Na gut. Mensch. Meine Stimme ist weg. Mom's Pearl. Nein, danke. Ich sagte zwar, dass wir alle Items mal mitnehmen, aber mit dem lasse ich mir Zeit. Ist das Kacke? Ja. Ist es. Gibt Charaktere, ob man es glauben mag oder nicht, da ist dieses Item sogar viable. Da kann man das verwenden. Ohne, dass man sich aufregen muss hinterher. The world. Ja. Kann man machen. Kein Secret Room hier. Hier bestimmt wäre er gewesen. Cursed Skull. Nein, danke. Die dümmsten Gegner ever. Ever. Und auf einmal kriege ich auch keine Soul Hearts mehr, weißt du? Ja, besser für deine Nase. Let's have a look. Ja, was wollt ihr mir noch geben? Es gibt noch den Tiny Pilz. Es gibt den Megamasch. Aber das war's, glaube ich, auch soweit. Bin ich da gerade in ihn reingelaufen? Haben wir den anderen gekillt? Ich hoffe es. Ja, sieht aber danach aus. Okay.
Das ist ein guter Raum für uns. Der wird uns keine größeren Probleme machen, außer ich positioniere mich wie beim letzten Mal wieder schnurstracks im Red Poop. Pro-Tipp, don't do this. Ah, ich bin echt froh, dass wir den Dings hier bekommen haben, diesen Treffer. 16%, always lucky. Jetzt habe ich es genommen, tatsächlich, ja. Schild, klar, weil ich noch mehr Defensive brauche. Aber ich nehme alles mit. Warum nicht? Warum sollte ich es nicht mitnehmen? Book of Virtues. Turns the first devil room into an angel room. Was machen wir denn mit dem Schlüssel damit? Kriegen wir jetzt Schlüsseltüren? Schlüsselwisp, ja, scheinbar schon. Gut. Dann haben wir halt Schlüsseldinger. The world. Ja. The hanged man. Nehmen wir mit für oben. Und wenn ich sage oben, dann meine ich natürlich die Cathedral. Da hätten wir noch einen Hanged Man. Hm. Eine Arcade. Können wir mal schauen. Was soll ich jetzt sonst mit dem Geld anfangen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, übrigens, ob wir das in der Challenge erreichen können oder nicht. Using a keel heals half a heart. Ich habe dich gerettet, sei mir dankbar. Also ein paar Dinge können in der Challenge freigeschaltet werden und ein paar halt auch nicht, ne? Skatol. Es wäre super ärgerlich, wenn das alles nicht in der Challenge ginge. Aber das weiß ich leider nicht. Das weiß ich nicht. Das war sowas von unfair. Ich bin irgendwie durch ihn durchgelaufen. Naja, kriegen wir bestimmt noch einen Soul Heart irgendwo her. Okay. Goldene Bombe vielleicht demnächst. Irgendwann. Theoretisch, ich glaube, wir haben beim letzten Mal so um die 50 ausgegeben. Sollten wir da hinkommen, dann weiß ich wenigstens, dass es nicht klappt. Weil ihr seht das Zeichen auch links neben Isaac. Da steht, Achievements sind gelockt. Das ist meistens so bei den Challenges. Es gibt wenige, wo Achievements erlaubt sind. Das gleiche ist übrigens wahr für Seeds. Wenn wir einen Seed eingeben, ist auch irgendwo verständlich, denn das würde quasi die Herausforderung nehmen bei Achievements. Denn dann würde man sich einfach die Seeds raussuchen, die extrem stark sind, und dann wäre das Ganze witzlos. Wir machen das jetzt noch bis 70 runter. Naja, nicht ganz. Sagen wir 75. Und dann gehen wir auch weiter. Bis zum nächsten Mal werde ich geschaut haben, ob das überhaupt in Challenge Runs gezählt wird. Ich glaube nämlich fast nicht. Er möchte mir Skatol einfach nicht geben. Da musst du halt sterben. Ja, beim nächsten Mal hoffe ich es zu wissen. Da habe ich gerade einen meiner Schlüssel-Wisps aufgegeben. Schießen die? Ja, die schießen. Na, hätte sein können, dass da ein Jump, Crawlspace ist. Gut.
Ging mir tatsächlich gar nicht darum, da oben den Secret Room zu finden. Da ging es mir eigentlich nur darum, dass wir es verwenden sollten, wenn wir es abhaben, damit wir mehr Wisps kriegen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Wisps auch vom BFF profitieren. Sie schießen auf jeden Fall mit durch das Angelic Prism. So viel weiß ich. Ich würde mal vermuten, schon. Ja, guck. Guppies Tail. Noch ein Guppy-Item. Dann machen wir das so. Und holen uns das Soul Heart da oben. Wenn ich es schaffe, den Hangman einzusammeln. Hat man da hinten nicht noch eins? Ja. Ich werde hier kein Risiko eingehen, auch wenn das jetzt natürlich ein Umweg ist. Eins, zweimal können wir es machen. Und da ist noch ein halbes draußen. Okay. Denn da können, wie gesagt, auch Items rauskommen. Zwei an der Zahl. Davon ist eins ein Health Up. Zugegeben, das brauche ich nicht unbedingt. Das andere auch nicht. Wie unlucky, ich wurde getroffen. Mein Schlüssel bist es. Dafür musstest du jetzt sterben. Ballista. So einfach ist das. Ihr macht meine Schlüssel kaputt, ich bringe euch um. Ihr habt es gleich geschafft, Leute. Ich wollte auch gar nicht so lange aufnehmen, aber das Schöne ist halt, man weiß nie, wie sich ein Run entwickelt. In dem Boss-Challenge-Room gucken wir jetzt auch nochmal nach. Gibt es was, was ich unbedingt haben will? Ich meine, gucken kostet bekanntlich nichts. Tears up, Shot Speed up. Nee. Wie unlucky. Ich hätte so gerne jetzt gerade einen Spin-Down-Dice gehabt. Was der Spin-Down-Dice ist, werde ich euch erzählen, wenn es soweit ist. Ein ziemlich lustiges und sehr cooles Item, wie ich finde. Wir dürfen nicht vergessen, ja, wir haben ja unser Schild. Okay. Dann beeilen wir uns. Gucken wir, wo Isaac ist und laufen schnurstracks hin. Und Isaac ist noch nicht zu sehen. Wisst ihr was? Wir können das so machen. Ja, das machen wir. Das nehmen wir mit. Auf jeden Fall nehmen wir das mit. Jetzt laden wir das voll. Nö. Ah, die Spawn. Ah, die Schlüssel gehen kaputt, die machen die Kisten auf. Verstehe. Das wusste ich auch noch nicht. Gut zu wissen. Oh nö, nicht ihr. Euch mag ich nicht. Genau deswegen. Weißt du was? Warum halte ich mich hier auf? Ich kann einfach abhauen. Ich könnte, aber da oben diesen Soul Heart, das war knapp. Das müsste ich wieder einsammeln. Na komm schon. Geht doch. World haben wir natürlich schon verwendet gerade. Das können wir auch machen. Hätten wir eine Möglichkeit, hier bloß ein Item zu spawnen. Haben wir aber gerade nicht. Na, ich hätte... Das stimmt nicht ganz. Mit... Ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir könnten eine Sache probieren. Kann der nicht einen Quarter droppen? Anyway, er hat es nicht getan. Es hätte so ein schöner Run-Ender sein können, aber nein. Naja. Schauen wir mal. Seht ihr, das Schild ist super unzuverlässig. Deswegen, ich würde mich darauf nicht verlassen. Ich weiß, dass ich gerade Stats aufgegeben habe, aber ich wollte wissen, ob ich so theoretisch aus einem Bossfight entkommen kann. Und ja, kann ich.
Down he goes. Heben wir unsere Trophäe in Stolz. Die Lüfte. Epic Fetus. Glass Cannon Challenge unlocked. Sehr schön. Wie ich sagte, lucky the erste Family Guy. Man. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen bei The Binding of Isaac Repentance. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.